In dem nachfolgenden Film stelle ich Ihnen das Einbauverfahren des CIS-Systems über das Druckermodell Canon MG 5150 vor. Zuerst müssen wir die Befestigungsart der Schläuche auf die Patronen des Systems ändern. Mithilfe eines Schraubendrehers werden wir die Befestigungsklemmen der Schläuche vorsichtig entfernen, um die Schläuche und die Klemmen nicht zu beschädigen. Dann werden wir die Befestigungsrichtung der Schläuche ändern und die Klemme wieder befestigen. Drücken Sie ein wenig, bis die Schläuche wieder festsitzen. Nun werden wir den Druckerdeckel heben und den Drucker anschalten. Wir warten, bis der Druckkopf in der Position für die Einführung der Patronen anhält. Nun werden wir die Stromversorgung des Druckers abschalten, den Druckkopf herausziehen und die Dichtungen der CIS-Patronen anbringen. Diese Dichtungen werden rund um die Düsen des Druckkopfs gelegt und für eine richtige Befestigung kurz gedrückt. Danach werden wir den Druckkopf in den Drucker einführen und ihn beim Herunterlassen des Befestigungshebels blocken. Jetzt können wir die CIS-Patronen in den Drucker einführen, aber zuerst müssen wir die außenliegenden Behälter so viel wie möglich herunterlassen.
so wie es hier im Film dargestellt wird. Nachdem die Behälter heruntergelassen wurden, müssen wir die Schutzdeckel der Patronen entfernen. Um die Patronen einführen zu können, müssen wir gleichzeitig auch die Systembehälter heben. Wir werden die Patronen in den Druckkopf blocken und dann die außenliegenden Behälter neben dem Drucker zur gleichen Höhe heben und mit Hilfe eines Papierbands den Deckeleinsatz blockieren. Dazu werden wir dieses Papierband falten und es in das Loch des Deckelsensors einführen. Danach müssen wir die T-Klemme für die Befestigung der Schläuche anbringen. Dazu müssen wir eine kleine Prägung der Klemme machen und sie in der Mitte und oben befestigen, so wie in der Abbildung gezeigt wird. Nun werden wir den Druckkopf nach links ziehen und die Schläuche wieder nach rechts unter der Klemme hindurch und dann nach links biegen und befestigen. Dann macht man einige Links-Rechts-Bewegungen mit dem Druckkopf, um sicherzustellen, dass die Schläuche ihn nicht behindern. Die zweite Klemme wird als Abstandhalter genutzt, um den Deckel zu blockieren.
Diese Klemme werden wir wie in der Abbildung im Film gezeigt unter dem Befestigungshebel legen. Nachdem all dies gemacht wird, müssen wir die außenliegenden Behälter und die Luftfilter einbauen. Zu diesem Zweck werden wir zuerst die Behälter auf 90 Grad neigen, um das Tintenniveau in den zwei Kammern auszugleichen. Die kleinen Deckel abheben und die Luftfilter mit der dicken Seite nach innen einführen. Das war das Einbauverfahren des CIS-Systems auf das Druckermodell Canon MG 5150. Arschlecken. Arschlöcher, Arschlöcher.